Fokus wird Ihnen präsentiert vom Hammer Auto Center, Ihre Kia-Partner in der Region. Und Ottos, über 100 Mal in der Schweiz. Ottos.ch. Ulrich, Erlebnis von einem Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Es sind viele negative Schlagzeilen, die es gegeben hat, und grosse Vorwürfe wegen K.O.-Tropfen und einer Vergewaltigung. Seit der Landamme 4 vor gutem Jahr hat sich das Leben von der Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Häcklin schlagartig geändert. Was für Auswirkungen die sogenannte Zuger Sex-Affäre auf das Leben von der dreifachen Mutter hat, das erzählt sie uns heute selber. Jolanda Spiess-Häcklin, danke vielmals, dass Sie für uns Zeit haben. Ja, schön. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, als erstes natürlich die Frage, wie haben Sie das Jahr 2015 erlebt? Wie würden Sie das jetzt rückblickend zusammenfassen? Es war sicher das schwierigste Jahr, das ich überhaupt hatte, in diesen 35 Jahren. Es ist aber auch das Leben, das mir die Augen aufgetan hat, wo viele schwierige Momente natürlich beinhaltet hat, aber auch ganz viele schöne Momente, die ich nicht erwartet hätte, dass sie so auf mich zukommen. Wie geht es Ihnen heute? Man hat ja doch jemanden können lesen, dass Sie in der Öffentlichkeit gesagt haben, es ist Ihnen gar nicht gut gegangen, von Depressionen etc. ist dreh gewesen. Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir gut. Ich bin gefangen, ich bin geerdet wieder. Ich habe auch wieder Selbstvertrauen, aber ich musste an dem arbeiten. Es hat wirklich eine Zeit gegeben, gerade Januar, Februar, vor allem Februar, März, war ganz schlimm gewesen. Wo wirklich die Vorwürfe gekommen sind durch eine schlechte Kommunikation von der Staatsanwaltschaft, ist der riesige Shitstorm auf mich losgekommen. Ich bin unvorbereitet, eigentlich bereits Ende Dezember in die Media-Arena gezerrt worden. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Ich musste das zuerst verarbeiten, ich habe eine Therapie gemacht. Das ist ein Trauma von der Sache selber, aber noch fast schlimmer war eben nachher der mediale Prügel und das der Online-Prügel vom Pöbel auf Social Media, auf dem Internet, in den Kommentarspalten, das war wirklich ganz schlimm. Ich habe das, glaube ich, erfolgreich jetzt gemeistert. Ich hoffe, ich habe das Schlimmste hinter mir. Nein, ich bin sicher, ich habe das Schlimmste hinter mir. Und ich habe eben gemerkt, wer zu mir hat, wer nicht. Aber meine Familie und mein Umfeld, auf die konnte ich während der ganzen Zeit zählen. Und das ist wunderbar. Sie sprechen Familie an. Ich habe es vorher gesagt, Sie sind dreifaches Mami. Wie haben Sie Ihren Kindern überhaupt das Ganze erklärt? Wie haben Sie vielleicht da auch Ihnen geraten, wie man mit dem allem umgeht, jetzt innerhalb von der Familie? Also mein Gott, als das passiert ist, haben wir mit einer Schulpsychologin, mit dem ältesten Sohn geredet. Der ist jetzt 8. Also jetzt ist er in der 3. Klasse, damals noch in der 2. Und da haben wir eine gute Möglichkeit gefunden, ihm zu erzählen, was passiert ist, mehr in der Kindersprache eigentlich. Und dann aber auch nachher in der Zusammenarbeit mit der Lehrerin können schauen, dass alles abgefedert wird, auf ihn zukommt. Also es ist dank der Mitarbeit von der Lehrerin dort, ist das auch wirklich kein Thema gewesen, weder auf dem Pausenplatz noch sonst irgendwo. Da hat mein Sohn die Möglichkeit gehabt, sich gerade an sie zu wenden. Das hätte er zum Glück gar nicht müssen. Er fährt ja selber Bus und sieht etwa mal 20 Minuten da liegen auf dem Sessel. Ich habe ihm immer gesagt, dass ein Papier eigentlich, ja, dass man das eigentlich nicht anschaut. So, und das ist tief in mir. Und die anderen beiden, meine Tochter ist 5 und unser Sohn, der Kleinste, der ist 3. Die sind noch fast zu klein, wobei meine Tochter ist ja sehr sensibel, die hat schon gemerkt, dass etwas nicht gut ist. Und die hat uns dann immer umarmt und uns Herzchen gebastelt. Ich habe ihr aber erst kürzlich gesagt, was passiert. Das ist auch der Kindersprache, aber das ist gut. Ich habe immer gesagt, dass es wieder gut kommt und der Mami wieder gut geht. Die Kinder sind ja das eine, auf der anderen Seite ein Mann. Was hat das für Auswirkungen auf ihr Eheleben gehabt? So, ja, ein Vorfall und nachher, wie Sie eben auch gesagt haben, der ganze Medienrummel, der dann dazugekommen ist? Das war natürlich auch schlimm für meinen Mann, der ganze mediale Prügel. Also er ist dann plötzlich auch an die Öffentlichkeit gezerrt worden, auch mit Namen zum Teil, obwohl er es nie will. Er ist ja nicht der Typ dazu. Er ist echt das Gegenteil von einer Politikerin, die im Prinzip die Öffentlichkeit sucht. Wir gleichen uns so gut aus, darum passen wir so gut zusammen. Er hat mich erlebt, wie ich in dieser Nacht heimgekommen bin. Und das war für ihn
klar gewesen, dass er hinter mir steht. Von Anfang an hat er auch volle Akteneinsicht. Er kennt jedes Detail von diesem Fall. Und wahrscheinlich darum steht er bei mir. Wir sind zusammengewachsen in diesem Jahr. Wir waren vorher schon sehr nahe aufeinander gewesen und haben das immer sehr genossen. Aber es hat uns noch mal zusammengebracht, noch mehr zusammengebracht. Sie haben etwas angesprochen mit den Medien, eben der ganze Rummel natürlich auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite wirklich auch sehr viele negative Stimmen, die Anfeindungen. Können Sie trotzdem auch ein Stück weit verstehen, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, Sie haben vielleicht den Weg zu fest in die Öffentlichkeit gewählt. Würden Sie das vielleicht auch ein bisschen anders machen oder können Sie das überhaupt nicht verstehen, dass Leute da vielleicht ein bisschen kritischer sind? Mal, das kann ich schon verstehen. Man muss sich einfach immer vorstellen, wenn man selber in so einer Situation ist, dass man, sage jetzt mal, 3 Jahre lang auf einen Ruf hingeschafft hat, mit dem besten Resultat von den Grünen abgeschnitten hat bei den Wahlen, dann passiert so etwas, dann schaut man nicht einfach zu, wie gewisse Journalisten Gerüchte zu Tatsachen umwandeln, schreiben, nicht zurückfragen, was denn wirklich jetzt stimmt. Sie schreiben es einfach mal. Ich muss zuschauen, wie da alles niedergeschrieben wird. Also, das kann man einfach. Ich habe das nicht können akzeptieren, habe darum jemanden mal etwas korrigiert. Das ist von vielen interpretiert worden, dass ich mich immer melde. Es ist eigentlich nicht so. Es ist im Prinzip ein Hin- und Nachlaufen und ein Korrigieren. Auch haben sich Medien noch bis weit in den Sommer rein ab einem Zitat-Pod bedient, wo Anfang Januar habe ich einmal Stellung genommen. Und bis in den Sommer rein sind da Zitate von mir wieder gebraucht worden, obwohl ich dort niemandem mehr Auskunft gegeben habe. Also, das gibt vielleicht schon ein bisschen das Gefühl, dass die immer die Öffentlichkeit gesucht hat. Dabei ist es nicht. Ich habe mich jedes Mal schambar aufgeregt. Aber, und habe mir dann auf die Zunge gebissen, dass ich da nicht durchdrehe. Hat es mal eine Zeit gegeben, wenn wir vielleicht noch mal zurückkommen zu Januar, Februar, März, wo Sie gesagt haben, was wirklich schwierig war, wo Sie am liebsten alles hergerührt hätten und ein bisschen kurz vor dem Aufgeben vielleicht gewesen sind? Nein, ich bin dort mehr so ein bisschen apathisch gewesen und so ein versorgt in meiner Welt. Also ich glaube, ganz am Anfang, und das hat mir mal jemand geschrieben, das kann man ein bisschen vergleichen mit der Trauerphase. Ich weiß nicht, gibt es da 4 oder 5 Trauerphasen. Und so die erste ist so ein bisschen das Nicht-Wollen-Wahrhaben und sich wehren und sagen, nein, sicher nicht, das ist nicht so. Und das war meine erste Phase gewesen, und die war recht ausgeprägt gewesen. Alle Medien sind dann auch gekommen. Und ganz Anfang Januar, wo dann die negativen Blutwerte gekommen sind, hat mir mein Kommunikationsberater gesagt, Frau Spiess, wenn Sie möchten weiter in Politik machen, dann stehen Sie jetzt an und sagen, was da läuft und was eben nicht war. Und das habe ich gemacht. Und man hat das wie interpretiert, als die ist ja so stark, die, das kann ja gar nicht sein, was die sagt, was passiert ist. Und jetzt der Auftritt passt nicht zusammen. Wie kann ich mich so zusammennehmen, dass ich das geschafft habe? Dann war es dann auch wieder nicht recht gewesen. Von dem her, ja, ich weiss nicht, was ich jetzt für anders mache. Ich hoffe, ich erlebe das nie. Ich hoffe übrigens für jede Frau in der Schweiz, dass sie das nie muss erleben. Dann wollen wir doch zum Schluss eben noch auf die politische Karriere, die Ihnen immer so wichtig war, schauen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo wollen Sie durch? Ist für Politik immer noch so viel Feuer rum, dass Sie sagen, ja, das gehe nicht weiter und das liegt mir am Herzen? Oder wo wollen Sie da durch? Das Feuer, das ist einfach da und das ist da, seit ich 15 bin und das wird auch weiterhin in mir sein. Das kann man jetzt nicht einfach auslöschen wegen so einem Vorfall. Es ist einfach die Frage, in welcher Konstellation ich das machen will. Ich stelle mir schon die Frage, will ich denn weiterhin in dem Rat meine Freizeit verbringen, wo ganz viele Kantonsräte halt auch sind, die mich verleumdet haben, ich kann es nicht anders sagen, wo die Presse anonym irgendwelches Zeug erzählt haben. Man muss sich das vorstellen. Ich bin seit 10 Jahren geheiratet mit meinem Mann in einer geschlossenen Ehe. Und das machen wir so. Und das haben wir uns gesagt, dass wir das so machen. Und dann gibt es Kantonsräte, die erzählen, die sind mit mir schon im Bett gewesen. Also mehrere erzählen das rum. Also dann muss ich mir sagen, ich weiss eben, ich vermute nur, wer es ist, ich weiß es nicht genau. Und dann haben wir da Leute, die immer wieder kommen und sagen, so, das geht nicht mehr, du musst zurücktreten. Und dann frage ich mich, wieso muss ich zurücktreten? Was tut euch das kümmern? Nein, ich habe das Gefühl, mein Weg ist schon politischer Natur. Ich glaube, ich habe eine Botschaft jetzt, nach dem Jahr, wo ich so viel Erfahrung machen konnte, was Sexismus betrifft, einfach vorschnelles Urteilen, auch Cybermobbing, kann man glaube ich schon sagen. Ich glaube, mein Auftrag ist klar und natürlich neben der Umwelt- und Familienpolitik möchte ich mich vor allem den Frauen widmen und ich habe ein paar Projekte am Start. Muss jetzt ein bisschen Zeit finden, um die umzusetzen, aber ich glaube, ich mache weiter. Wenn mir die Geschichte schon passiert ist, dann möchte ich wenigstens schauen, dass sich die nie wiederholt.
Jolanda Spies-Häckling, danke vielmals, dass Sie Zeit für uns hatten. Alles Gute. Merci. Ihnen daheim ebenfalls danke vielmals. Ich habe mich gefreut, sind Sie mit dabei gewesen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Fokus wird Ihnen präsentiert vom Hammer Auto Center, Ihre Kia-Partner in der Region. Und Ottos. Riesenauswahl, immer günstig. Ottos.ch. Ulrich, Erlebnis von der Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design.